Servus Leute, bei diesem neuen Video vom Blaulichtkanal. Wie ihr seht, wir haben einen Haufen Equipment dabei, Rettungsdienstequipment. Hanna, worum geht's heute? Heute soll es um das Monitoring gehen. Das ist Standard, aber warum und was es uns eigentlich bringt, das wollen wir euch heute zeigen. Eine Sache aber noch zu Beginn vorab, dieses Video zielt ganz klar auf die Anfänger. Das heißt, wenn ihr schon ganz genau Bescheid wisst über Diagnostik, Monitoring und ihr das ABCDE aus dem FF kennt, dann wird das definitiv kein Video für euch sein, sondern dieses Video ist ganz klar für die Anfänger, wo wir alles ausführlich erklären. Eine Sache allerdings direkt zu Beginn, das Ganze hier stellt kein Lehrvideo dar und wir wollen euch auch nicht zeigen, ihr müsst das so machen, sondern in dem Video wollen wir euch heute zeigen, was gibt es für Möglichkeiten bei Diagnostik und Monitoring, wie machen wir diverse Dinge und was gibt es vielleicht für Tipps und Tricks. Bevor wir jetzt aber richtig durchstarten, wollen wir natürlich erstmal klären, für was ist Diagnostik und Monitoring überhaupt wichtig, was sind unsere Ziele und worauf muss man achten. Ja, also wofür machen wir Monitoring? Wir wollen natürlich einen Erstüberblick sozusagen auch vom Patienten haben. Also nicht nur Monitoring, sondern vor allem auch Diagnostik. Das Erste, was wir machen, ist sozusagen die Ersteinschätzung. Das geht natürlich schon mit wenig Hilfsmitteln, aber da steigen wir gleich drauf ein. Aber wie gesagt, einfach mal die Einschätzung, in welchem Zustand ist unser Patient. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich eine Überwachung über eine gewisse Zeit, das heißt, damit wir einfach auch eine Entwicklung dokumentieren. Das kann schon wichtig sein, einfach auch für die Klinik zum Beispiel, gibt auch nochmal Anhaltspunkte, was es vielleicht doch noch sein könnte, wenn wir vielleicht selber gar nicht drauf kommen. Und dann, wenn wir Maßnahmen machen, ist das natürlich wichtig, dass man nachvollziehen kann, wegen was machen wir jetzt welche Maßnahme. Das heißt, das richtet sich auch ein bisschen nach dem, was wir feststellen konnten. Und auch, hatten wir Erfolg mit unserer Maßnahme. Auch der Erfolg ist zu überwachen. Und auch nach dem Erfolg, wenn es zum Beispiel eine Sache ist, die wir beheben konnten, dass wir dann den Verlauf weiter dokumentieren, bis er wirklich ärztlich zugeführt wird, zum Beispiel in eine Zielklinik oder wenn ihr Ersthelfer seid oder SAN-Dienst habt, die Übergabe an den Rettungsdienst. Und denkt immer daran, selbst wenn ihr nicht gleich erkennt, was das Problem ist, kann es wichtig sein, alle Werte in diesem schlechten Zustand des Patienten zu erheben, damit man dann im Nachgang vielleicht noch drauf kommen könnte, was war denn sein Problem? Weil einiges löst sich auch von allein. Eine Sache hast du erwähnt, ganz wichtig, die lückenlose Überwachung ab Symptombeginn oder Unfallzeitpunkt bis zur Übergabe im Krankenhaus, dass wir die ganze Zeit feststellen und im Blick haben, wie geht es dem Patienten, wie sind seine Werte und, was du auch gesagt hast, Thema Dokumentation. Denn nur das, was ihr aufschreibt, das habt ihr auch erhoben. Denn es bringt nichts, wenn ihr später sagt, ja, ich hatte den und den Wert erhoben, er steht nirgends. Auch alles das, was ihr gemacht habt, alles dokumentieren, denn nur wer schreibt, der bleibt. Ihr seht, wir haben hier viele, viele Dinge auf dem Tisch. Ich will euch kurz erzählen, was das alles ist und warum wir das dabei haben und ob wir das später überhaupt alles brauchen. Zum einen natürlich unseren Notfallrucksack. Hier ist natürlich das drin, was wir zur Diagnostik erstmal im Erstangriff brauchen, seht ihr aber gleich. Unseren Corpuls 3, hiermit können wir natürlich den Patienten im Verlauf überwachen. Das Gerät unterstützt uns später beim Monitoring, bei der Verlaufsüberwachung. Dann haben wir unseren Oxylog als Beatmungsgerät. Wenn wir nämlich einen Patienten haben, wo wir ein Problem bei der Atmung feststellen, muss aus diesem Problem natürlich auch eine Schlüsselintervention sogenannt erfolgen. Dazu könnte uns das Gerät helfen. Wir haben eine Absaugpumpe, wenn wir einen verlegten Atemweg durch irgendwelche diversen Dinge feststellen, können wir damit einen Patienten absaugen. Ganz wichtig, haben wir ja schon gesagt, das Thema Dokumentation, dafür das NIDA-Pad und hier noch ein Rucksack von Pax, den Oxybag. Da ist alles drin, was Atmung und Sauerstoff angeht. Aber Hanna, brauchen wir das alles oder was brauchen wir erstmal, um zu beginnen? Eins könnt ihr euch merken, egal bei was, das Erste, was ihr braucht, ist gesunder Menschenverstand und eure Sinne. Das heißt, alles, was wir sehen, fühlen können, hören können, das gibt schon ganz, ganz wichtige Anhaltspunkte und ist Teil der Diagnostik. Und was genau wir da jetzt machen können, da fangen wir nämlich jetzt ganz einfach an mit den wenigsten Dingen, mit dem, was wir alle eben haben. Und dann habt ihr auch schon mal eine Sache, wie ihr auf den Patienten zugehen könnt, selbst wenn ihr das ganze Equipment nicht habt. Und eins ist auch klar, trotzdem haben ist immer besser als brauchen. Und das sollte das einfach nur zeigen. Also was ihr an Möglichkeiten habt, nehmt es mit, weil es wird euch immer eine Hilfe sein, das Problem des Patienten so schnell wie möglich auch lösen zu können. Und dazu bauen wir jetzt einmal um. Steigen wir nun einfach mal in die Praxis ein. Dazu haben wir unser ABCDE-Schema, wie schon gesagt.
Allerdings stellt das Ganze jetzt hier keinen nachgestellten Einsatz dar. Wir wollen euch heute Diagnostik und Monitoring zeigen. Dennoch ist es wichtig, daran zu denken, dass bevor wir jetzt bei den Patienten anfangen, noch andere wichtige Dinge beachtet werden müssen. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, es gibt natürlich noch zwei andere Schemas. Das ist einmal SSS-Schema, das heißt, bevor ich bei einem Patienten anfange, den zu untersuchen oder zu behandeln, muss ich darauf achten, bin ich als Helfer erstmal sicher? Fällt mir irgendwas direkt auf? Gibt es irgendwelche Gefahren für mich? Haben wir euch alles schon erklärt? Ich will es nur nochmal erwähnen. Und das WASP-Schema, wo ich erstmal beurteile, ist der Patient überhaupt wach ansprechbar? Ganz wichtig, nicht, dass wir das vergessen. Und jetzt steigen wir auch schon direkt ein bei A, beim XABCDE. Dazu schaue ich mir erstmal die Patientin an. Ich fasse sie noch gar nicht an, ich mache noch gar nichts. Ich lasse erstmal den ersten Eindruck auf mich wirken. Da sehe ich schon mal zum Thema X. Wir haben keine große bedrohliche Blutung. Ich sehe kein Blut aus der Patientin laufen. Was ein Glück. Was mir dann sagt, ich kann schon direkt mit A anfangen. Ihr habt gehört, die Patientin hat gesprochen. Nichtsdestotrotz gehe ich hin, ich stelle mich vor und sage, ich fange jetzt an, sie zu untersuchen. Dazu möchte ich gerne mal in den Mundraum gucken. Bevor wir das machen, machen wir den Rucksack auf, stellen uns das C3 bereit und holen uns aus dem Rucksack eine Pupillenleuchte. Was immer hilft, ihr könnt dem Patienten einfach erklären, dass ihr euch einen Überblick verschaffen wollt über den Gesamtstatus sozusagen, damit denen klar ist, dass das jetzt nichts Komisches ist, dass man in den Mundraum zum Beispiel geschaut bekommt. Das ist schon wichtig auch mal zu sagen. Genau. Wie wir zu Beginn erzählt haben, machen wir jetzt noch gar nichts Großes mit Kabeln oder Gerätschaften oder sonst was, sondern erstmal unser Eindruck. Wir schauen den Patienten an, wir hören, wir riechen, wir fühlen, wir sehen. Und das sagt uns schon mal ganz viel über den ersten Eindruck und den ersten Zustand des Patienten, ohne dass wir schon irgendwelche Werte erhoben haben. Das heißt, fangen wir an bei A. Dazu gehe ich vor den Patienten, sage, machen Sie mal den Mundraum auf, ich möchte Ihnen mal in den Mund gucken. Mhm. Gut, da sehe ich schon viel, ist der Mundraum frei. Die Patientin hat natürlich mit mir gesprochen, das heißt, da steckt schon mal keine dicke Frikadelle drin. Ich sehe, wie sind die Schleimhäute. Ich sehe vor allem beim Patienten, hat der irgendwie eine Blaufärbung, wie ist das Hautkolorit, also wie sieht der Patient aus. Würde mir jetzt eine Blaufärbung zum Beispiel auffallen, dann wüsste ich schon, oh, hier ist ein Problem. Dann sehe ich noch am Hals, wie ist die Luftröhre, also sitzt der Kehlkopf mittig und fallen mir eventuell gestaute Halsvenen auf. Das sehe ich einfach schon mal direkt. Und ganz wichtig beim Thema Trauma, Verkehrsunfall, käme jetzt die Inline-Stabilisierung, also Kopf festhalten oder Stiff-Neck-Anlage ist ganz wichtig. Gut, also hier habe ich schon mal gesehen, Atemwege sind frei, Patient spricht mit mir und ich höre auch nicht auf Anhieb irgendwelche komischen Geräusche. Dann kommen wir zu B, da hat die Hanna was umhängen und dazu ein Satz, ganz wichtig. Es gibt auf allen Rettungswagen Stethoskope. In der Regel sind das ziemlich günstige Stethoskope. Ich möchte euch das ans Herz legen, euch, wenn ihr Notfallsanitäter werden wollt, Notfallsanitäter seid oder auch als Rettungssanitäter, euch einfach ein gescheites Stethoskop zuzulegen. Das muss nicht mal super teuer sein. Es gibt auch wirklich schon gute Stethoskope für 30 Euro und damit könnt ihr einfach gescheit auch einen Patienten abhören. Zum Blutdruck messen reichen die Stethoskope auf dem RTW allemal, aber wenn ich einen Patienten gescheit abhören will, auch zum Beispiel nach einer Intubation, dann ist es einfach wichtig, dass man den Patienten gut abhören kann. Also kommen wir zu B und bevor wir jetzt auskultieren, können wir da schon verschiedene Sachen sehen. Atmet der Patient, da sehe ich, ob der Brustkorb sich hebt und senkt. Dann sehe ich natürlich auch schon direkt, wie schnell atmet der Patient. Atmet er sehr schnell oder sehr langsam? Hätte ich jetzt einen Kollegen, der da hinten steht und dokumentiert, dann könnte ich dem sagen, okay, zähl mir jetzt mal die Atemfrequenz aus. Da gibt es aber auch einen Trick mit dem Corpuls 3, den zeigen wir euch gleich. Will ich aber noch nicht vorweggreifen. Ich sehe das Atemmuster, also schnelle Atmung, Abflachen, schnelle Atmung, gibt es diverse Muster, die haben verschiedene Sachen zu bedeuten. Das würde mir auffallen. Und dann sehe ich, ob der Thorax sich auch gleichmäßig hebt, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall. Ist da vielleicht eine Thoraxseite verletzt? Dann könnte mir das auch einen Aufschluss geben, dass da vielleicht irgendwas vorliegt. Nachdem ich das alles mir angeschaut habe, dann könnte ich jetzt theoretisch noch das Pulsoximeter dranhängen und lass mir dadurch die Sauerstoffsättigung messen und natürlich auch den Puls auszählen, dazu kommen wir aber gleich. Und ganz wichtig, ich tue die Patientin abhören. Dazu mit dem Stethoskop. Zieh ich mich nicht aus übrigens, tut mir leid. Genau, eine Sache,
auf dem T-Shirt, das machen wir nicht, da hört man nur Baumwolle. Da gibt es nämlich Stress von der Rettungsdienstschule, wenn man das macht. Das heißt, ich gehe einmal ins T-Shirt und sage dem Patienten mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Das hört sich schon mal gut an. Wir vergleichen das immer direkt seitenweise. Hört sich auch gut an. Dann gehe ich einmal unter das T-Shirt. Gut, hört sich auch gut an. Hört sich auch gut an. Was will ich damit jetzt feststellen? Ich will einfach feststellen, wir haben ja in der Lunge verschiedene Lungenflügel. Sind die alle gleichmäßig belüftet? Das heißt, ich gucke links und rechts, beziehungsweise rechts und links, oben und unten einmal, ob quasi in allen Quadranten die Lunge gut belüftet ist. Würde ich jetzt zum Beispiel auf der einen Seite kein Atemgeräusch hören oder auf der einen Seite unten kein Atemgeräusch hören oder oben, dann würde mir das auch einen Aufschluss geben über eine Verletzung oder eine Erkrankung. Einfach ganz wichtig, um festzustellen, kriegt der Patient gut Luft. Und natürlich kann man den Patienten fragen, kriegen Sie gut Luft? Das wäre schon mal ganz wichtig, ja. Genau. Das heißt, halten wir fest, wir haben jetzt A und B durchgemacht, wir haben kein Problem festgestellt, die Atmung ist gut, der Atemweg ist frei. Wenn wir jetzt da was festgestellt hätten bei A und B, muss natürlich für uns eine Schlüsselintervention dann auch gemacht werden. Dafür ist nämlich das ABCDE-Schema, wenn wir was feststellen bei A bis C auf jeden Fall, dann müssen wir auch gleich handeln, denn wir wollen ja das rausfinden, was den Patienten als erstes töten könnte. Das heißt, stellen wir zum Beispiel einen verlegten Atemweg fest oder eine schlechte Atmung, dann müssen wir da auch sofort was machen. Aber das wollen wir euch jetzt nicht ausführlich erklären, das würde den Rahmen des Videos einfach sprengen. Komplett. Darum geht es jetzt nicht. Wir zeigen euch jetzt, wie untersucht man Patienten und was kann man alles zum Thema Monitoring machen. Ihr habt gesehen, dass jetzt mit ganz einfachen Mitteln und selbst wenn wir jetzt das Stethoskop nicht haben, man zum Beispiel schon viel über die Atemfrequenz und sowas rausfinden kann. Wenn wir jetzt aber den Schritt weitergehen, über einmal hier dieses diagnostische Mittel, rüber zum Monitoring. Das können wir einfach mal machen. Wir machen mir gerade einfach mal die Sättigung dran, weil da gibt es nämlich auch ein, zwei Sachen, die man beachten muss. Ihr seht schon, ich habe jetzt nämlich genau das, was es schon schwierig machen kann, auf den Fingernägeln, und zwar Nagellack. Also denkt dran, wenn ihr schlechte Sättigungen habt, dann einfach mal den Finger wechseln, schauen, es liegt vielleicht sowas vor wie Nagellack drauf oder es kann sogar eine Nikotinablagerung sein. Es könnte einfach Schmutz sein. Das sind Dinge, die das zum Beispiel beeinflussen. Also immer daran denken, dass das eben was sein kann. Und wenn ihr eben so einen Sensor verwendet, dann ist die Voraussetzung dafür immer eine gute Durchblutung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen zentralisierten Patienten hättet, macht es Sinn, von einem Fingerclip zum Beispiel auch auf einen Clip fürs Ohr oder sowas zu wechseln, weil der Patient zentralisieren könnte. Nur mal so Dinge aus der Praxis. Und ganz, ganz wichtig, wir behandeln, wie gesagt, immer den Patienten, nicht den Monitor. Man hat auch mal eine schlechte Ableitung und der Patient hat vielleicht überhaupt gar kein signifikantes Sauerstoffproblem. Deswegen, der Marius sagt es, sprecht ihn an. Es kann sogar auch sein, dass er vielleicht schon länger ein Problem hat bei der Atmung und es ist für ihn schon normal, dass er das gar nicht so wahrnimmt. Ja? Das ist nämlich auch ganz wichtig, sowas mal zu dokumentieren. Dann können wir immer noch mit Sauerstoff den Patienten zum Beispiel behandeln. Da wieder haben wir die Dokumentation. Wie verändert sich das? Bringt diese Maßnahme was? Und dann auch wieder fragen, spüren Sie denn eine Verbesserung? Weil auch da wieder, wir wollen nicht den Monitor behandeln und eine tolle Sättigung haben, sondern wir wollen ja auch, dass bei dem Patienten was ankommt. Und das müssen wir überprüfen. So, bevor wir jetzt hier aber weitermachen, machen wir erstmal den Ton aus. Wann machen wir das nicht? Im Einsatz natürlich. Das heißt, habt ihr so ein Gerät, was euch über Geräusche, zum Beispiel auch Veränderungen anzeigen kann, über Höhe, Tiefe, Schnelligkeit. Also es gibt schon einiges an Auskünfte und bringt euch vielleicht auch mal dazu, mal bei einer Veränderung direkt auf den Monitor zu schauen. Also lasst das Ding laufen, auch wenn es nervt. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Der Marius ist A und B mit euch schon durchgegangen. Wie gesagt, wichtig nochmal, es soll hier darum gehen, was haben wir für Möglichkeiten. Nicht um 100% perfektes ABCDE, darum soll es überhaupt nicht gehen. Es geht darum, was können wir jetzt ohne Mittel machen, also wieder nur anschauen, fühlen, wahrnehmen und dann natürlich das steigern und welche Möglichkeiten gibt uns dann der Monitor. Gut, dann kommen wir, wie gesagt, wir hatten den Ersteindruck, wir haben haben A und B abgearbeitet, aber jetzt gehen wir einfach noch mal näher auf C ein.
Das erste, wie gesagt, wir haben diese starken Blutungen beim ersten Eindruck einfach schon abgehandelt. Jetzt geht es um den Kreislauf an sich. Das heißt, was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben natürlich, was immer einfach ist, was viele auch schon machen beim Begrüßen, wenn sie die Hand nehmen oder so, dass sie einfach schon mal nach dem Puls tasten. Kleiner Tipp, habt ihr ein radiales Puls, dann seid ihr systolisch immer mindestens mal bei 80 und das ist schon mal gut. Das heißt, der Mensch hat schon mal noch einen Kreislauf. Ihr stellt fest, ist der regelmäßig? Ist der schnell? Ist der langsam? Das sind alles Dinge und auch ist das ein Druckpuls zum Beispiel. Das bedeutet einfach, dass er zum Beispiel sehr stark ist. Das sind alles Dinge oder sehr schwach. Das sind alles Dinge, die werdet ihr feststellen. Übt es auf jeden Fall, weil diesen Puls zu tasten, also für die, die das nicht beruflich machen, sollte man immer mal machen. Gerade wenn der auch mal schwer tastbar ist, ist es wichtig, dass man da eine Übung hat, damit man den immer feststellt. Dann, wenn wir eh die Hand schon mal in der Hand haben, dann gucken wir natürlich auch nach der Recap-Zeit. Das heißt, das ist einfach nur die Zeit, in der sich sozusagen, wenn ich hier Druck ausübe, dass sich wieder mit Blut füllt. Zeigt uns einfach, ist der gut durchblutet oder könnte der zum Beispiel zentralisieren, nennt man das, wenn der Körper in einem Schock sozusagen steckt, dann fängt er an und zieht das Blut einfach zum Körperzentrum. Das nur mal nebenbei. Dann stelle ich natürlich fest, wenn ich den Patienten anfasse, ist der schweißig? Ist der kalt? Ist der warm? Das sind alles Dinge, und der Marius sagt es vorhin schon, nicht nur diese Sachen wahrnehmen, sondern natürlich auch handeln. Wenn ich feststelle, der ist wirklich kühl und das sollte er vielleicht jetzt gerade nicht sein, ja, dann natürlich auch eine Decke drauf. Oder wenn er sehr warm ist, ihn aus der Wärme rausholen. Ja, weil all diese Dinge können verschiedene Sachen eben auslösen. Dann, wie gesagt, wir haben den Puls genannt, wir haben auch jetzt schon den Oxyclip dran, der nämlich nicht nur die Sättigung misst, sondern ihr habt auch eine Auskunft über den Puls. Das ist natürlich schon mal super, auch da, wenn ihr den Ton anlasst, ihr hört, ist der regelmäßig. Also schon eine Ergänzung, schon im AB sozusagen drin. Dann das nächste, was für uns sehr wichtig ist, außer dem grundsätzlichen Puls, ist natürlich der Blutdruck an sich. Da sei gesagt, immer erst manuell. Ich bin ehrlich, viele auch im Rettungsdienst ist so, wenn sie nicht vermuten, dass da jetzt großartig was sein kann, nehmen auch mal gerne schnell das Gerät zur Hand, aber das ist, sollte nicht so sein. Und denkt dran, wenn ihr messt, es kann auch eine Differenz einfach herrschen, auch beim Puls übrigens. Tastet am besten einfach beide Seiten, damit ihr ausschließen könnt, dass zum Beispiel eine Seite gar nicht richtig durchblutet wird oder so, ne? Alles wichtige Punkte. Wenn ihr messt, dann, wie gesagt, auch nachfragen. Gibt es zum Beispiel Vorerkrankungen oder Verletzungen, die vielleicht uns sagen, an der Seite bitte keinen Blutdruck messen. Ganz, ganz wichtig. Noch als ein Tipp, bevor jetzt Hanna Blutdruck misst, sie ist halt jetzt alleine. Ich bin jetzt mal der Patient. In der Regel ist man ja im Rettungsdienst zu zweit. Hanna könnte dann auch dem Teamkameraden anweisen, misst du doch mal den Blutdruck. In der Zeit kann die Hanna schon das nächste vorbereiten. Genau, einfach auch eure Ressourcen nutzen, die ihr habt. Und ja, ich werde euch das jetzt gar nicht großartig zeigen, nur so ein, zwei Hinweise auch noch. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr habt es auf jeder Manschette drauf, dass ihr dieses Pfeilzeichen auch da anlegt, wo die Arterie dann ist. Ja, das heißt, ihr könnt es auskultieren. So, der Marius hat es vorhin gesagt, da reichen auch hier diese einfachen Stethoskope für. Ja, da könnt ihr sozusagen das auch auskultieren, was ihr da für einen Wert eben erhebt. Aber ihr könntet zum Beispiel, nur mal beispielhaft, auch einen systolischen Wert einfach ertasten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schreibt doch mal in die Kommentare, während die Hanna misst, ob wir mal ein Video zum Thema Blutdruck messen machen sollen. Und während die Hanna misst, ist es ganz gut, wenn im Hintergrund ein bisschen die Geräuschkulisse gedämmt wird, dass man ein bisschen leise ist. Und noch als einen Tipp, ich hatte den Puls-Oxy-Clip eben an der rechten Hand. Wenn ihr die Blutdruckmessung an der rechten Hand durchführt, wechselt dann den Fingerclip einfach auf die andere Seite, damit die Messung nicht unterbrochen wird. Ja, 120 zu 70, Marius bis kerngesund, Weltklasse. Auch hierbei wieder, das ist eine Übungssache. Es ist normal, dass euch das vielleicht am Anfang schwer fällt, zum Beispiel das auch zu hören oder auch das zu fühlen. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, messt nochmal nach, pumpt nochmal auf, ja. Macht euch da keinen Stress, auch nicht, wenn jemand da schnell einen Wert haben will, weil das ist extrem wichtig, dass dieser Wert auch verlässlich ist. Es ist extrem wichtig, hierbei zu sagen, das ist eine Übungssache.
Ihr dürft da auch nicht so streng mit euch selbst sein. Übt es einfach. Das hat nie jemand sofort hinbekommen. Und ganz wichtig, wenn ihr den Wert nicht ermitteln könnt, weil ihr es nicht hört, weil ihr es nicht richtig fühlt, seid ehrlich, sagt das, lasst es im Zweifel den Kollegen nochmal machen, weil dieser Wert, den ihr als erstes erhebt, ist immens wichtig, weil das natürlich auch den weiteren Verlauf bestimmt. Könnte zum Beispiel eine Medikamentengabe sein, die dann folgen würde, weil der Wert so und so angesagt wird oder. Wieder sehr vielseitig, können wir jetzt nicht auf alles eingehen, aber das ist einfach wichtig. Und auch für die, die den Patienten übernehmen, das muss ein verlässlicher Wert sein, den ihr da bestimmt. Und wie gesagt, deswegen übt es. Wenn wir das gemacht haben, haben einen Wert sichergestellt, dann können wir auf eben unseren Monitor umsteigen. Hat den riesen Vorteil, ihr könnt den Intervall selber wählen. Das heißt, er wird regelmäßig weiter gemessen und ihr habt auf der Fahrt, im Transport und auch im Verlauf, je nachdem, was ihr eben auch gemacht habt mit dem Patienten, eine Überwachung und eine Dokumentation, was da passiert ist. Dazu startet ihr den einfach und dann lasst ihr den laufen. Hier könnt ihr das sehen. Ihr könnt den Intervall frei bestimmen und wenn das natürlich ein kritischer Patient ist, dann sollte der Intervall eng sein, das ist ganz klar. Wir haben eben schon darüber gesprochen, über den Puls, den wir natürlich tasten, aber wer ist für den Puls verantwortlich? Vor allen Dingen auch das Herz. So, und das Herz können wir auch überwachen, überprüfen. Wir können sozusagen über die Diagnostik und das Monitoring verschiedene Probleme am Herzen feststellen. Wir haben vorhin schon gesagt, klar, Rhythmus kann man teilweise auch einfach schon ertasten und auch eine Frequenz kann man ertasten. Aber wenn wir die Elektroaktivität des Herzens überprüfen wollen, dann kommen wir um den Monitor nicht herum. Denkt aber immer dran, das ist die elektrische Aktivität. Und nicht das, was wirklich als Auswurf kommt. Das heißt, wenn wir ein EKG haben, zählt immer auch der Auswurf dazu. Also der muss dazu überprüft werden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, Standard im Rettungsdienst ist immer ein Vierpol-EKG. Das heißt, das sind weniger Ableitungen, die da beurteilt werden. Aber reicht halt zur Überwachung oftmals, außer wir vermuten jetzt irgendwas Kardiales. Dann natürlich nicht. Wichtig dabei ist, ihr könnt euch ganz gut merken, wie das angebracht wird. Ihr habt sozusagen die Farben der Ampeln und fangt sozusagen fangt sozusagen bei Rot an. Steht dann auch drauf, falls ihr es vergesst, ihr könnt euch das gut merken. Rot, rechts, das ist immer das, womit wir beginnen. Ich klebe das jetzt einfach auch mal. Was ihr dabei beachten solltet, ist, dass ihr versucht, auf knöcherne Strukturen zu kleben. Einfach um Verwacklungen und sowas entgegenzuwirken. Das heißt, hier bietet sich zum Beispiel an, eben Humeruskopf anzupeilen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, EKG zu kleben. Das nur mal vorneweg. Das ist jetzt nicht die einzige Lösung. Das ist eine, wo ich relativ wenig Verwacklungen habe. Und dann wichtig, mit dem Patienten sprechen, das heißt, erklärt ihm, was da jetzt passiert. Ja, viele haben natürlich schon EKG geschrieben bekommen, wissen, was da auf sie zukommt. So, genau, also auch hier gucken, dass ihr den Knochen irgendwie erwischt und nehmt, weil, gerade wenn ihr jemanden habt, der ein bisschen adipös ist oder so, wird schwierig. Dann könnte das blöd werden. Also hier, wie gesagt, gemerkt, Ampel mit rechts angefangen, rot, gelb, grün und eben unten auf der anderen Seite das schwarze Kabel. Dann habt ihr schon eine Vierpol-Ableitung, mit der ihr schon mal einen ersten Blick auf die Elektroaktivität des Herzens werfen könnt. Ihr seht sofort, ihr habt dann hier das, was ihr sehen wollt. Wir reden jetzt gar nicht über die Interpretation groß. Wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Und wenn ihr das Herz wirklich beurteilen wollt, dann muss natürlich ein 12-Kanal-EKG geschrieben werden. Ganz, ganz, ganz wichtig. Machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, Standardmonitoring wäre jetzt das. Und das gibt auch schon mal einiges an Auskünfte über die Funktion des Herzens. Während hier der Blutdruck noch mal misst, gibt es natürlich noch was zu C gehört, um das zu vervollständigen. Schaut euch in diesem Moment auch an, ob ihr irgendwelche Ödeme seht, zum Beispiel an den Knöcheln. Oder auch beispielsweise für eine Exsikose, also das heißt, wenn der Patient relativ trocken ist, zu wenig Flüssigkeit hat, auch das kann ein absolutes Chamäleon sein, kann ganz viele Dinge bewirken im Körper. Dazu einfach mal die Hautfalte packen zwischen zwei Finger, loslassen und schauen, ob sich das schnell wieder zurückzieht. Ist das so, dann hat er vermutlich einen guten Flüssigkeitsstatus. Ist das nicht so, kann das auf eine Exsikose eben schon hinweisen und die kann man halt relativ einfach und gut bearbeiten, behandeln und dem Patienten schnell Gutes tun. Kommen wir zu D.
D, jetzt erstmal ohne Hilfsmittel. Was könnten wir zum Beispiel sehen? Der Patient ist vielleicht sogar in Bewegung. Wir können sehen, läuft der zum Beispiel rund, ja, also seitengleiche Bewegung von Extremitäten. Dann können wir ihn anschauen. Das geht auch mal ohne Pupillenleuchte. Auch da können wir schon mal viel sehen. Sind die Pupillen vielleicht seitengleich? Kann er die bewegen? Hat er vielleicht eine ungewöhnliche Bewegung in den Augen? Auch das gibt es. Wie gesagt, auch auf das wollen wir nicht alles eingehen, sondern was können wir machen? Dann zum Beispiel Gesichtsbewegung. Ne? Jeder kennt das vielleicht aus dem FAST-Schema, auch ein ganz wichtiges Schema bei D. Und auch darauf gehen wir jetzt nicht genau ein. Wenn ihr dazu noch was sehen wollt, auch dazu haben wir schon ein Video gemacht. Das sind auf alle Fälle die Dinge, die ich einfach so schon beurteilen kann. Genauso auch ist der Patient orientiert, auch ganz wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo ich schon mit ihm spreche und da auch wieder sprechen. Es kann zum Beispiel auch nochmal eine Gefühlsstörung sein. Vielleicht gar nichts, was ich direkt sehe durch irgendwelche Bewegungen oder so, sondern etwas, was der Patient vielleicht auch nur merkt oder sagt, es ist irgendwie komisch oder ich habe eine Aura oder whatever. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das geht ganz ohne diagnostische Mittel. Dann können wir natürlich diagnostische Mittel auch noch dazu nehmen. Das wäre zum Beispiel die Pupillenleuchte für D, dass wir wirklich in die Augen schauen, dass wir gucken, wie reagieren die auf Licht. Das wäre wichtig. Zucker, ganz, ganz wichtig. Ist ein absolutes Chamäleon. Ihr könnt also euer Blutzuckermessgerät nutzen, um den Blutzuckerwert zu bestimmen. Das können wir jetzt auch mal machen. Grundsätzlich ist dabei wichtig, anständig zu desinfizieren. Auch dazu gibt es ganz klare Richtlinien. Daran sollte man sich auch halten. Das heißt, nach dem Desinfizieren sollte eine gewisse Zeit eingehalten werden, damit es dann wirklich auch eine desinfizierte Stelle ist. Wir machen das jetzt einmal im Schnelldurchlauf und da schaut ihr mal. Also nehmt auf alle Fälle eine Seite neben dem Fingernagel, würde sich da einfach empfehlen. Oder Ohrläppchen kann auch eine gute Stelle sein, wenn er irgendwie schlechter durchblutet ist an den Fingern. Auch das hätten wir dann vorher bei den Buchstaben schon festgestellt. Dann, wie gesagt, wirklich desinfizieren und ja, dann kann es schon losgehen. Das ist immer so spannend. Mhm. 92, Marius. Tipptopp. So, Marius, du darfst hier gerne mal drauf drücken, damit sich das wieder verschließt. Überraschenderweise 92 nur, Marius, du darfst noch was essen. Weltklasse. Super. Ja, also wie gesagt, ein Unterzucker kann ganz, ganz verschiedene Symptome eben machen und zeigen. Und deswegen ist das immer wichtig oder auch bei einem bewusstseinseingetrübten Patienten. Es gab auch schon Fälle, wo Leute dachten, oh, der ist bestimmt betrunken oder hat einen Schlaganfall und am Ende war es einfach ein Unterzucker. Also wie gesagt, die Leute, die das beruflich machen, die wissen genau, was ich meine. Aber auch, dass ihr das mal gehört habt, dass Zucker einfach, ja, ganz viel am Körper machen kann. Dann gehört noch abschließend auf jeden Fall dazu, eine Temperatur zu machen, also nicht nur zu fühlen, fühlt er sich warm an und so weiter, was wir bei C schon hatten. Nee, auch noch die Temperatur wirklich bestimmen. Und hier wollen wir natürlich die Körperkerntemperatur wissen. Und deswegen macht es auch super Sinn, diese Ohrthermometer auch zu nutzen. Und dann gehen wir einmal hin, auch da wieder wirklich sagen, ich würde ihn jetzt mal ins Ohr gehen, die Temperatur messen, weil das ist auch was Unangenehmes, wenn einem jemand da auf einmal im Ohr hängt. Und dann haben wir darüber auch noch eine Auskunft, 37,0, es ist alles im Rahmen, das hört sich gut an. Aber wie gesagt, auch eine Erkrankung zum Beispiel, die mit einem Fieber sich zeigt, ein Harnwegsinfekt oder so, ist manchmal was, was wir gar nicht sehen. Oder eine Unterkühlung. Unterkühlung, auch sowas, die auch ganz viel machen kann, also selbst bis zu Herzrhythmusstörung oder auch wirklich Kreislaufstillstand ist da alles dabei. Deswegen Temperatur auch ein ganz wichtiges Mittel einfach, was wir nutzen können, ist einfach. Temperatur fällt mir noch eine Sache ein. Wir sind ja jetzt am Ende des Es angelangt. Wenn ihr bisher noch nicht an den Wärmeerhalt gedacht habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um an den Wärmeerhalt zu denken, denn der ist ganz wichtig. Jeder kritische Patient, da müsst ihr an den Wärmeerhalt denken, denn jedes Grad Körperkerntemperatur, was der Patient verliert, verschlechtert natürlich auch das Outcome später des Patienten. Deswegen darf ein Notfallpatient nicht unterkühlen, ganz wichtig, Wärmeerhalt. Jetzt haben wir erstmal so mit den Standardmitteln gezeigt, wie man so einen Patienten monitoren kann oder eine
kurze und eine Diagnostik durchführen kann mit wenigen Mitteln und trotzdem gibt die uns ganz viel Aufschluss, ob ein Patient jetzt kritisch ist oder nicht. Ich bin glücklicherweise unkritisch. Denkt immer dran, ihr behandelt nicht den Monitor, ihr behandelt den Patienten. Und auch noch ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr zum Beispiel SAN-Dienst macht oder wirklich Ersthelfer seid oder, nutzt das, was ihr habt. Ihr habt gesehen, es geht auch teilweise ganz ohne diese technischen Geräte. Notiert es euch, ja, damit ihr dem, der da kommt, um zu helfen, so viele Informationen wie möglich schon geben könnt. Das ist extrem wichtig und selbst wenn ihr nicht erkennt, was er für ein Problem hat, ist es super, wenn ihr diese Werte, die ihr erheben könnt, einfach schon erhebt. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch viele Möglichkeiten. Ich habe vorhin auch zum Thema B schon mal einen kleinen Tipp gegeben. Wir wollen euch jetzt natürlich trotzdem noch zeigen, was haben wir noch für Möglichkeiten, denn auch gerade das C3 hat ja noch einige Möglichkeiten, die wir euch noch zeigen können. Und im Anschluss zeigen wir euch oder sagen wir euch noch, was im Rettungsdienst theoretisch noch alles möglich wäre, was wir jetzt hier nicht vor Ort haben. Aber jetzt am Ende des Es käme ohnehin quasi das erweiterte Monitoring, wie zum Beispiel ein 12-Kanal-EKG. Und wir bauen jetzt einfach mal alles dran, was wir hier für Möglichkeiten haben und dann erzählen wir noch was dazu. Der vorhin genannte Trick bei B zum Thema Atemfrequenz auszählen, da haben wir hier am Corpuls 3 eine schöne Sache, die wir benutzen können, sofern ihr den Nasaladapter habt. Wir nennen das Gerät liebevoll Hirschkäfer bei uns. Das ist quasi Nasal-, Nasen- und Mundadapter, den man quasi den Patienten anziehen kann. Der zählt dann zum einen die Atemfrequenz aus. Man sieht das Atemmuster auf dem Bildschirm, das seht ihr gleich ganz schön. Und natürlich auch die kapnografische Messung, das heißt, wie viel CO2 der Patient ausatmet. Sagt dann auch ein bisschen was über den Stoffwechsel, vor allem nach der Intubation dann mit dem anderen Adapter ganz wichtig. Ich würde sagen, du zimmerst mir das Ding mal dran. Ja, also hier dran wieder beachten, im Endeffekt anzuziehen wie eine O2-Brille, also wenn ihr Sauerstoff gebt sozusagen. Ihr habt hier zwei für die Nasenlöcher vorgesehenen Abzweigungen. Das heißt auch mal sagen, das wird kitzeln, das ist auch unangenehm. Dann wirklich hier halten und mit der anderen Hand einfach übers Ohr gehen. Jetzt wechsle ich die Hand und dann kann man das auf der anderen Seite auch machen. Wenn das jetzt noch zu locker sein sollte, einfach hier unten ein bisschen straff ziehen, damit wir das nicht verlieren. Und schon sieht total toll aus. Marius, das solltest du öfter tragen. Stark, oder? Wer ist dafür, dass du Marius das öfter trägt? Ich. Ja, also jetzt haben wir bei B das noch dazugenommen und wir haben auch zu C, ich will Marius jetzt nicht hier komplett entblößen, nicht, dass wir zensiert werden. Wir haben auch ein 12er geschrieben, das heißt, ihr könnt jetzt hier auf dem C3 die Ableitung sehen und, was natürlich ganz wichtig ist, nicht nur auf dem Bildschirm beurteilen, sondern das auch drucken. Das heißt, ihr geht sozusagen ins Ruhe-EKG, startet das und jetzt wird das vermessen, dem Patienten sagen, nicht sprechen, nicht bewegen, einfach damit ihr keine Verwacklungen drin habt und dann misst das Gerät, vermisst das EKG sozusagen die Herzströme und zeichnet die dann auf Papier auf. Wenn ihr das EKG nämlich geschrieben habt und habt einmal den Status sozusagen vom Herzen in dem Moment erhoben, dann druckt ihr das natürlich aus, damit man das auch interpretieren kann. Und selbst wenn ihr das nicht könnt, der Notarzt, der zum Beispiel kommt oder die Klinik, die sich das dann anguckt, die können damit auf jeden Fall was anfangen. Und ja, ihr habt eigentlich jetzt alles gemacht, was ihr so machen könnt. Gibt es noch ein, zwei Sachen, die man noch ergänzen könnte an dem Gerät? Marius, vielleicht fällt dir noch was ein. Genau, wir haben jetzt das, sage ich mal, Standardgerät, was so der Rettungsdienst auf dem RTW dabei hat. Es kann sein, wenn ich so schnell spreche und atme, dass das Gerät gleich Alarm gibt, denn meine Atemfrequenz wird ja jetzt die ganze Zeit überwacht. Das Gerät gibt es aber noch in anderen Ausführungen, das heißt gerade, da ist er. Ich zieh es kurz ab. Gerade auf dem Notarzteinsatzfahrzeug zum Beispiel gibt es natürlich auch Corpuls 3 mit noch umfänglicher Ausstattung. Hier können wir zum Beispiel eine arterielle Blutdruckmessung in Betracht ziehen. Das heißt zum Beispiel für einen Intensivtransport oder einen Patienten, der zum Beispiel einen kardiogenen Schock hat. Dann können wir hier alle 2 Minuten den Blutdruck messen.
Das ist allerdings bei manchen Patienten nicht ausreichend. Da brauchen wir eine Live-Blutdruckmessung ohne Unterbrechung. Das heißt, wir können zu jeder Sekunde live sehen, wie ist der Blutdruck aktuell. Wenn wir dann wirklich auch Medikamente geben, die den Blutdruck anheben oder senken, dann ist das in dem Fall wichtig, dass man das live sieht. Das heißt, man kann hier eine arterielle Blutdruckmessung noch installieren. Dann haben wir noch den Core-Patch. Das heißt, bei der Reanimation haben wir so einen Drucksensor, der einfach misst, drücken wir fest genug, drücken wir zu schnell, drücken wir zu langsam. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine Temperatursonde. Zum Beispiel bei einer längeren Verlegung muss der Patient einfach eine Temperatursonde bekommen, um dass man messen kann, wie ist die Körperkerntemperatur und das halt ohne Unterbrechung. Das heißt, insgesamt haben wir super, super, super viele Möglichkeiten, mit so einem kleinen Gerät einen Patienten zu monitoren. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch einige andere Sachen, die wir machen können. Mhm. Eine ganz wichtige Sache noch, die wir jetzt nicht angesprochen haben, aber die ganz wichtig zu sagen ist, das ist ja auch ein Defibrillator. Das heißt, wir haben hier auch noch die Pedals drin, die wir dann kleben können. Der Marius kann es mal zeigen, in der hinteren Tasche. Wir können den Patienten damit defibrillieren. Die werden dann einfach konnektiert, angeschlossen und so, genau, wir machen sie einfach mal auf, weil oft macht man sie nicht auf, weil man da keine Kosten verursachen will. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie die Teile aussehen. Das ist halt wirklich schön, auch in einer absoluten Stresssituation für jeden zu handhaben. Und was man auch sagen kann, mit diesen kannst du auch, sage ich mal, eine Ersteinschätzung vom Herzen auch abgeben haben. Wie eine auch immer. Ableitung. Genau, du hast eine Ableitung auch drin, das heißt, du siehst auch was, was den Rhythmus betrifft. Das ist eine ganz coole Sache. Und wir können sogar noch was damit. Falls der Patient zu langsam ist, das Herz zu langsam schlägt, können wir auch tatsächlich das Herz hiermit so stimulieren, dass es dadurch wieder schneller schlägt. Also insgesamt eigentlich schon Wahnsinn, was so ein Gerät alles kann. Es kann sogar wirklich ein Teil der Überwachung an sich sein, dass man sagt, im Verlauf könnte eben dies oder jenes passieren und damit hat man dann schon mal, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Auch beim bestimmten Herzinfarkt. Beim STEMI, ST-Hebungsinfarkt, kleben wir die auch zum Beispiel standardmäßig. Also nicht wundern, nicht jeder, deswegen wollen wir das einfach sagen, wenn ihr das seht, dass der Rettungsdienst das macht, ja, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass wir den jetzt sofort schocken oder reanimieren. Das kann einfach auch eine, sage ich mal, ein Vorausschauen sein, was könnte im Worst Case eintreten. Bevor wir gleich zum Fazit kommen, noch zwei Sachen. Zum einen gibt es neben dem, was wir hier alles heute dabei haben, noch ein, zwei Sachen, die wir im Rettungsdienst noch machen können. Die erzählen wir euch gleich. Aber worauf wir kurz eingehen wollen, ihr seht, das ist jetzt ziemlich viel Kabelgedöns. Natürlich bringt uns das Gerät oder alles das, was wir gemacht haben, bisher super viel. Es ist natürlich aber auch ein Nachteil. Ja, wir haben natürlich beim Transport jetzt die ganzen Kabel. In dem Fall können wir das Gerät zum Glück auseinanderbauen. Also das ist schön durchdacht worden, dass man einfach diese Patientenbox, so nennt die sich, dabei hat, die man wirklich auch auf den Patienten legen, setzen. Ihr seht, der Marius hält sie aus, die ist auch nicht besonders schwer. Die Lebensversicherung. Ja, genau. Schön festhalten, schön festhalten. Ja, das ist auf alle Fälle ein Nachteil. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, es kostet auch alles Zeit. Das heißt, wir müssen immer schauen, was haben wir für ein Krankheitsbild, wie viel Zeit haben wir, wie viel Monitoring macht jetzt Sinn. Und deswegen auch immer wieder der Hinweis auf eben die Zeit und gesunder Menschenverstand als allererste und oberste Priorität. Also abwägen, bei welchem Patient brauche ich wie viel Monitoring. Habt ihr jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall, der Patient muss schnellstmöglich ins Krankenhaus, dann fangen wir nicht an, 12-Kanal-EKG zu schreiben. Das braucht einfach Zeit, deswegen abwägen. Bei manchen Patienten reicht auch einfach das Nötigste, was wir jetzt gemacht haben am Anfang und dann geht's los. Der andere Patient zum Beispiel beim Herzinfarkt, da müssen wir natürlich das volle Programm fahren, damit wir ganz genau wissen, wie ist die Lage, wie sieht's im Herz aus. Ihr habt jetzt viel, viel, viel gesehen, viel, viel, viel gehört. Ziemlich langes Video und zwar aber wichtig, dass wir euch gerade, auch wenn ihr noch am Anfang seid, einfach vollumfänglich erklären, was können wir machen, wie macht man's. Aber zu guter Letzt wollen wir euch sagen, das ist noch nicht alles, was wir machen können im Rettungsdienst. Aber irgendwo sind auch den Blaulichtkanalgrenzen gesetzt. Was gibt's denn noch so für Sachen? So zwei, drei Sachen gibt's noch, die im Rettungsdienst präklinisch gemacht werden können, bevor der Patient ins Krankenhaus kommt. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit zu einer Blutgasanalyse, aber auch das ist auch von Rettungsdienst zu Rettungsdienst ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, nicht jedes Auto ist mit den gleichen Sachen ausgestattet. Also das wäre jetzt auch was, was eine rein ärztliche Geschichte ist, wo der Arzt einfach sehen kann, haben wir eine Stoffwechselstörung, die man irgendwie schon mal beheben könnte. Dann haben wir vor allem auf den Hubschraubern, fast auf jedem Hubschrauber mittlerweile ein
Ultraschallgerät. Das heißt, gerade nach Trauma kann der Arzt direkt mit dem Ultraschall im Bauchraum gucken, sind da irgendwelche freien Flüssigkeiten oder ähnliches, kann auf das Herz gucken, wie sieht es da aus. Und was man nicht vergessen darf, ich habe den Clip am Finger. Es gibt allerdings auf den meisten Nevs oder ich glaube eigentlich auf allen Nevs oder zum Teil schon auf den neuen C3s die Möglichkeit, eine CO-Messung durchzuführen. Das heißt, das ist auch so ein Clip und da können wir nicht nur messen, wie ist die Sauerstoffsättigung, sondern auch, wie ist die CO-Sättigung. Dazu haben wir ja schon ein Video gemacht, die Toxic Twins, ob da ein Patient Rauchgas inhaliert hat. Ansonsten müssten wir alles haben. Wenn nicht, schreibt uns in die Kommentare, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich denke aber, es war ein recht umfängliches Video. Bei Fragen auch ab damit in die Kommentare. Schreibt uns doch mal, wie ihr das Video fandet. Das war mal wieder ein recht ausführliches und längeres Video. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht. Wir hoffen dennoch, wir haben nichts vergessen. Gesunder Menschenverstand, Abwägung, was muss ich machen, was muss ich nicht machen. Wenn ihr Zeit habt, dann macht so viel, wie ihr könnt, erhebt so viele Werte, wie ihr könnt. Und ganz wichtig, da hinten ist das Niederpad. Schreibt alle Werte, die ihr habt, auf. Wenn ihr keine digitale Dokumentation habt, dann schreibt es halt auf euer Divi-Protokoll oder einfach erstmal auf den Zettel und der Rettungsdienst übernimmt das Ganze dann, denn nur wer schreibt, der bleibt. Das ist auf alle Fälle das, was wir euch ans Herz legen wollt. Seid da auch so frei, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Sachen zu üben. Macht es, weil nur dadurch werdet ihr gut. So viel hier aus unserem Bereitschaftsheim. Wenn ihr da unten klickt, da haben wir euch das ABCDE in der Theorie schon mal vollumfänglich vorgestellt. Wir machen jetzt die Kabel ab und Feierabend.